die Geschichte, ja, die den Menschen dazu gebracht hat, nach Deutschland zu kommen. Und da waren natürlich ganz viele traurige Momente, wo man denkt, was überhaupt der Mensch aushalten kann, um die Freiheit zu haben. Ich bin mit meinem Papa hier hingekommen und meine Mama und mein Bruder sind immer noch in Persien. Das war ganz neu für mich. Man konnte nicht sicher sein über Zukunft. Das Ziel hier meiner Arbeit war, Begegnungen zu schaffen. Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Herkunftsländer, auch unterschiedlichen Alters. Wenn man in der Stadt begegnet ist, dann ist man ganz normal stehen geblieben, hat eine Runde geredet halt und ich denke, so andere Leute sehen, ey, guck mal, ne, sie sprechen halt irgendwie, ich sag mal, jemand Fremdländisches mit jemandem nicht, also mit einem Deutschen und dass das alles funktioniert und auch mit einem Lächeln und die Kinder haben gewunken, wenn sie einen gesehen haben in der Stadt und so, dass das so eine Normalität so ein bisschen. Ich glaube einfach, wenn man so was künstlich macht, wenn man ein bisschen lacht und gutes Essen isst zusammen, dann ist es nicht so schwierig, so eine Veranstaltung, ja, die Menschen zusammenzubringen. Das ist sehr gut, das ist toll. Ja. Den Menschen auf den Weg zu bringen, zu integrieren, so sanft zu integrieren und sich wohlfühlen in Deutschland. Förderung beginnt, denke ich mal, mit dem ersten Schritt und das ist ein Prozess und diesen Prozess wollen wir begleiten und den wollen wir breit aufstellen. Wir haben gemeinsam den Rahmen geschaffen, in dem die Menschen agieren können. Also es war immer, es war weniger ein, hier schau mal, das haben wir jetzt für euch, sondern lasst uns mal gucken, was wir zusammen auf die Beine stellen können, was braucht ihr dazu. Also wir sind sehr oft sehr spontan. Ne? Die Idee kommt von den Menschen und dann gucken wir, wie wir das verwirklichen. Sich selber auch auszuprobieren, sich das zu trauen, auch mal mit, gerade als Frau, mit Gerätschaften wie einer Stichsäge und Bohrmaschinen zu arbeiten. Und dass sie hier wirklich das machen können, was sie gerne machen. Ich war die Erste, dass ich bei Victoria habe ich mich gemeldet und dann, ja, dann bis jetzt bin ich treu und ich war immer dabei. Komme in hier, viel Spaß mit den Frauen, sprechen, so Kaffee trinken. Ja, sehr, sehr nett in hier. Wir machen Spaß, manchmal machen Picknick zusammen hier in Haus Mondial. Wir besuchen im Museum manchmal. Wenn man in diese Stunde gekommen ist, auch mit seinem Alltag erstmal. So, und das ändert sich schlagartig. Wir sehen uns alle, wird ein bisschen erzählt und dann freuen wir uns schon auf das Ding und was machen wir an neuen Sachen oder irgendwie, es ist immer, ja, und man geht ganz anders nach Hause dann auch wieder. Ich wollte, wenn ich was Termin hatte, wollte ich, dass ich Nachmittag, dass ich hier da bin und mit allen zusammen singen kann. Ja, ich habe neue Freunde gefunden da. Ich wünsche mir, dass wenn das Projekt weiterläuft, dann ist gut. Ich habe Teilnehmer gesehen, die richtig aus sich rausgekommen sind. Es gab Teilnehmer, die am Anfang wirklich sehr, sehr schüchtern waren. Teilnehmer werden hier zu Referenten langsam, ne, weil wir erfahren, was sie für Fähigkeiten haben, was sie alles Tolles machen können. Ja. Die allermeisten Frauen wirklich hohe Töne singen können und das ist für viele
eine Neuigkeit. Also viele trauen sich nicht, haben die Sprechstimme im Repertoire natürlich und sind ganz überrascht, welche Klänge so aus ihren Kehlen hervorkommen. Und das war für mich super berührend und für die selbst auch. Und das war einfach wunderbar, also das zu sehen. Das finde ich auch das Schöne an dem Projekt, ist einfach dieser Blick eben. Dieses Stärken weg von den Problematiken, die es gibt, sondern einfach zu schauen auf die Menschen und ihre Stärken. Jesus hat am See von Genezareth auch nicht gefragt, wo kommst du her, sondern wo gehst du hin mit mir? Entscheide dich und ich traue dir das zu und du wirst auch selbst einer der Botschafter sein. Und im Grunde ist das so etwas. Wir sehen, dass wenn man schaut, wo gehen wir denn zusammen hin, dass vielleicht die Last von so Herkunftsbetrachtungen, auch wenn die jeder immer mit sich hat, das ist klar, aber dann nicht so entscheidend sind, sondern viel entscheidender sind die gemeinsamen Ziele und der Aufbruch. Die Teilnehmer haben sich so schön selbstständig gemacht, ne? Wir haben denen so ein bisschen so einen Weg geebnet und dann haben sie gesagt, okay, ja gut, schön, dass es dieses Projekt gibt und jetzt machen wir alleine weiter, weil das ist ein Ziel, das wollen wir jetzt verfolgen. Und dann haben sie von alleine weitergemacht und selbstständig geworden, was ja, also Empowerment, besser geht's ja gar nicht. Drei Wörter. Miteinander, persönlich und inspirierend. Liebe war immer dabei und Spaß und Erinnerung. Unterstützung für Menschen, Spaß auch und Kreativität. Es ist einfach eine extrem krasse und coole Erfahrung gewesen, mit so vielen Leuten und Menschen zu arbeiten. Sie haben doch nach drei Begriffen gesucht, die Empowerment beschreiben. Ne? Ja. Also ich würde jetzt sagen, Sie haben zwei, habe ich jetzt rausgehört, Vertrauen und Verantwortung. Das haben Sie beides eben erzählt, was sich dann entwickelt hat. Wenn man Vertrauen bekommt und wenn man Verantwortung auch übertragen bekommt, dann bricht sich schon sehr viel Bahn. Fehlt noch was? Freude. Freude, ja. Ich glaube, die innere Freude ist eine der wichtigsten Sachen. Weil wenn man die Sache nur aus Pflicht macht oder um sich zu zeigen, dann ist man ein bisschen leer im Inneren. Ja. Wenn man auch diese Freude entwickelt und man echt ist, dann merken die Leute das auch. Und die geben das auch zurück.